Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir eine Variante des römischen Gewürzweins, beziehungsweise eher ein bisschen mehr in die blumige Richtung. Und zwar gibt es heute Veilchenwein. Den machen wir jetzt hier auf der Kugelsburg, sozusagen in der ehemaligen Küche. Welcher Ort könnte besser sein dafür? Und legen wir direkt los. Zunächst müssen natürlich die Veilchen gesammelt werden. Diese kommen dann in ein kleines Behältnis. Laut römischen Quellen soll man sie zusammenbinden. Die Mühe habe ich mir jetzt natürlich nicht gemacht. Heutzutage gibt es ja solche Teefilter. Oder man kann auch ein kleines Leinsäckchen nehmen. Das passt dann auch wunderbar. So, und das gefertigte Säckchen kommt jetzt hier rein in ein kleines Gefäß. Und hier gebe ich dann etwas Weißwein dazu. Ich habe jetzt auch extra Weißwein genommen, da die Römer mehr Weißwein konsumiert haben als Rotwein. So, und das Ganze war jetzt der erste Schritt. Das bleibt jetzt für 7 Tage lang stehen. Ich würde das an einen etwas kühleren Ort stellen und am besten so eine Abstellkammer, die unbeheizt ist. Und dann kann das erstmal schön durchziehen. So, eine Woche ist vergangen. Wir sehen, dass die Veilchen komplett an Farbe verloren haben. Das heißt, alle Inhaltsstoffe der Veilchen sind jetzt schon im Wein drin. Richtig schön ausdrücken und nichts verschwenden. Aber jetzt so nach einer Woche habe ich jetzt gemerkt, okay, ist ein bisschen wenig. Deswegen habe ich heute mal ein paar Beutelchen mehr vorbereitet. Ich war vorhin wieder unterwegs, aber auf der Kugelsburg war leider zu viel Betrieb, als dass ich dort hätte drehen können. Demzufolge machen wir das jetzt hier. So. Gut. Hier nochmal eine ordentliche Ladung Veilchen jetzt hinein. Also bisher hat es geruchlich eigentlich noch nichts an Veilchen angenommen. Aber ich hoffe mal, dass das mit dem nächsten Mal noch wird. Aber die Inhaltsstoffe sind ja auf jeden Fall schon mal drin. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei diesem Wein, weil Veilchen gelten auch allgemein als Heilpflanze. Von daher kann man davon ausgehen, dass auch gerade die Heilwirkung wahrscheinlich noch mit einer Rolle gespielt hat. Ich meine, was eigentlich war, Veilchen sind gegen alles Mögliche, sollen die gut sein. Gegen Bronchitis, gegen ja, allgemein Husten auch. Gegen Verdauungsstörungen, dann soll es noch gegen, das muss ich gerade aus dem Kopf machen, gegen Rheuma, gegen Gicht. Kann ich mir vorstellen, dass halt gerade das hier als innere, ja, Einnahmequelle sozusagen oder Einnahmemethode da eine gute Rolle mitgespielt haben könnte. Ja, ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Die Liste ist noch ellenlang und ja, jetzt so im Kopf habe ich den natürlich jetzt nicht, was da alles besser werden soll mit Veilchen. Aber gut, das bleibt jetzt für eine weitere Woche stehen und wir schauen uns dann das Ergebnis gleich mal an. Da ist der gute Wein, er ist fertig. Na, man sieht, er hat eine richtig schöne rötliche Farbe angenommen. Das riecht richtig schön, ja, blumig. Oh, sehr gut angenommen. Tja, wird es Zeit, die Säcke zu entfernen und umzufüllen. Da haben wir unseren, naja, das sieht aus wie ein Roséwein. Aber jetzt geht es erstmal um das Wichtigste, der Geschmack. Also wie gesagt, sehr fruchtig. Also blumig, fruchtig, obwohl es eigentlich mehr auch richtig an richtige Fruchtaroma erinnert. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das in Veilchen drin steckt. Na gut, aber zusammen mit dem Wein. Ne? Das ist, als ob man echt ein flüssiges Veilchen trinkt mit alkoholischer Note. Also nicht schlecht. Ja, doch. Also ich muss sagen, definitiv ein Rezept zum Nachmachen. Und gerade jetzt ist es natürlich noch an der Zeit, Veilchen zu sammeln. Von daher, jeder kann es nachmachen. Es gehört nicht viel dazu. Einfach ein bisschen Wein, ein bisschen Veilchen und dann 2 Wochen Ansetzdauer.
Aber ich muss sagen, das Ergebnis ist geil. Und ja, man fühlt sich schon gleich ein bisschen gesünder, wenn man das trinkt. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Schlemmergermane. Ciao.